Die Politik möchte etwas dagegen unternehmen, dass wir zu wenig Organe haben und alle, die nicht widersprechen, zu Organspendern machen. Natürlich erst, wenn man klinisch, also nicht mehr widersprechen kann. Eigentlich müsste man ja froh sein, wenn wenigstens ein paar Organe noch weiterleben können in anderen Körpern. Es wäre deshalb verlockender, wenn nicht von Organspendern die Rede wäre, sondern von Leihkörpern zur Rettung überlebensfähiger Organe. Morgen geht's weiter.